ich mich nur, was zur Hölle ist denn hier passiert? Hey, auf geht's, auf geht's! Und auf geht's, auf geht's! Jetzt, wo meine eigenen Rennen vorbei sind, finde ich endlich die Zeit, das ganze Videomaterial zu verarbeiten. Und an ein Event erinnere ich mich ganz besonders gern, nämlich die WM in Zürich. Nach Absprache mit dem Bundestrainer stand zwar die Entscheidung, dass ich selber nicht starten werde, aber einer meiner beiden besten Freunde wohnt nur wenige Kilometer außerhalb von Zürich. Den wollte ich sowieso mal besuchen und dann hat das natürlich wie die Faust aufs Auge gepasst und ich war als Zuschauer am Start. Angereist sind wir am Mittwoch, den 25. September. Da war ein Großteil der WM, nämlich die ganzen Zeitfahren, natürlich schon durch. Wir haben dann am 25. abends erstmal in Uster, wo einige der Rennen auch gestartet sind, so ein bisschen die Start-Area ausgecheckt. Und am Donnerstag stand dann schon eins der beiden Rennen an, die ich mir auf jeden Fall auf die Liste gesetzt hatte, dass ich die unbedingt schauen wollte, nämlich das Straßenrennen der C-Klassen, der Männer und damit natürlich auch das Rennen der MC5, also meiner Startklasse. Und da haben wir dann ordentlich angefeuert, Regen hin oder her. Auf geht's, Steffen, komm, auf geht's! Eine Minute hat er schon. Auf geht's! Auf geht's, Steffen! Auf geht's, auf geht's! Und die deutschen Paracycler insgesamt haben auf jeden Fall wieder einige Knallergebnisse rausgehauen. Von Donnerstag bis Sonntag habe ich dann immer vormittags noch meine Trainingsrunden gedreht. Ist schon echt richtig schön da in der Züricher Umgebung, wobei das Wetter beginnend von Donnerstag an immer ein Tag miserabel war und dann wieder ein Tag richtig schön. Am Samstag gab es für mich eine lange Grundlageneinheit, einmal um den Züricher See rum, gefühlt bei Dauerregen. Bevor es dann zum Elite-Männerrennen ging, noch 2 Stunden mit kurzen Intervallen bei strahlendem Sonnenschein. Und da hat man dann definitiv auch schon gemerkt, dass das Rennradfieber in der Luft lag, denn überall um den Greifensee herum bin ich auf kleinere und größere Rennradgruppen gestoßen. Die Straßen waren teilweise schon gesperrt und Zuschauer standen am Streckenrand, obwohl es ja noch einige Stunden hin war, bis das Feld durch den Abschnitt da durchfahren sollte. Dementsprechend haben die da auch wahrscheinlich noch eine Weile rumgestanden. Für mich ging es aber erst nochmal zurück, eine Kleinigkeit frühstücken und dann über einen Abstecher an den Pfäffiker See, lauter Seen da in der Gegend, in die Innenstadt an die Strecke zum Zuschauen. Ja, wir waren dann gute 2 Stunden vor prognostizierter Zieleinfahrt an der Strecke und als das Feld das erste Mal durchgefahren ist, beziehungsweise die Spitze des Feldes, dachte ich mir nur, was zur Hölle ist denn hier passiert? Zu dem Zeitpunkt war die Hauptaktion, wie mittlerweile alle mitbekommen haben dürften, nämlich schon gelaufen. Das Netz
An der Strecke war noch dazu auch höchstgradig überlastet, sodass nicht mal die Live-Ticker irgendwie wirklich eine großartige Hilfe waren. Und wir uns nur gefragt haben, wie das sein kann, dass drei Runden vor Ziel Pogi da schon alleine vorne rumstrahlt. War auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Wir haben uns da bis zur Zieleinfahrt dann noch eine gute Zeit gemacht. Bindet kann er natürlich auch von der Zusammenarbeit noch einmal profitieren. Obwohl die beiden auch nicht gerne mit Hirschi auf die Zielgerade kommen. Ist das Maß? Der ist ja überhaupt nicht bekannt für einen Antritt. Ja. Das ist das Punktstück. Was ist denn? 120 Kilometer vom Ziel ist in die Offensive gegangen. Und wir hätten nie mehr gesehen. Die Gegner fantastischer Sieger für Tadej Pogacar. Er war nicht die ganze Zeit alleine unterwegs, aber er war so lange in der Offensive. Ja, viel länger hat es wohl nicht dauern dürfen. Aber es ist aufgegangen. Er hat es vollbracht. Alle Tadej! Und ja, ich habe einfach wieder mal festgestellt, wie verdammt geil es ist, da bei so einem großen Rennen direkt an der Strecke zu stehen und das vor Ort mitzuerleben. Klar, für den Rennverlauf ist es tatsächlich manchmal wahrscheinlich entspannter, das vorm Fernseher zu schauen, weil da natürlich dann die Kameraperspektiven auch mal an verschiedenen Stellen des Feldes gleichzeitig springen können und man die Zeitabstände schön aufbereitet dargestellt bekommt, aber so für die Stimmung und für die Motivation kann ich es einfach jedem nur extrem empfehlen, da, wenn sich die Gelegenheit ergibt, so ein Rennen auch mal in Präsenz anzuschauen. Macht einfach richtig gute Laune und ist super motivierend. Ich hoffe, das könnt ihr von den letzten Minuten, in denen ihr jetzt das Video hier geschaut habt, auch sagen. Wenn ja, gerne das Video liken, wenn nicht, dann halt Daumen runter und kommentieren, was ich in Zukunft besser machen sollte. So oder so wünsche ich euch eine richtig schöne Woche, gebt Gas und dank der erstmaligen Integration der Para-WM in die reguläre WM dieses Jahr macht das natürlich thematisch wieder deutlich mehr Sinn als im Video zum Schwabach-Kriterium, was ich euch hier noch einblende. Pushing Paracycling!